Leute, willkommen zum nächsten Teil von der Aquariumreihe und heute geht's los. Wir bekämpfen die Algen und zwar tun wir heute anfangen mit dem Bepflanzen des Aquariums. Und zwar war ich ja beim Aquariumladen. Ich habe euch das Ganze jetzt mal erspart, weil im Endeffekt würde ich eh nicht da drin filmen. Und deshalb machen wir jetzt gleich hier weiter. Und zwar war ich ja dann anschließend nach der Aufnahme des letzten Videos dann im Aquariumladen in Schweinfurt. Und ja, die haben mir das Ganze auch nochmal bestätigt, dass es wahrscheinlich am Dünger liegt und dass ich wahrscheinlich zu wenig Pflanzenmasse drin habe und deshalb... Und ja, da ich aber keine neuen Pflanzen einsetzen will, bevor ich das mit den Wurzeln gemacht habe, damit da hinten die Pflanze höher sitzt, damit die Licht bekommt und diesmal nicht gleich verreckt, bin ich erstmal hergegangen und habe das letzte Mal 4 Wurzeln mitgenommen. Und bevor diese Wurzeln jetzt auf jeden Fall ins Aquarium können, Leute, müssen wir das Ganze auf jeden Fall jetzt noch wässern, weil die Wurzeln sonst entweder auftreiben oder mein ganzes Wasser färben, denn die Wurzeln werden sie, wenn sie jetzt nass werden, werden sie erstmal ein bisschen ausbluten. Was ich vorher aber auch nicht wusste, ist, dass diese Art von Wurzeln, das ist Drifting Wood, also Treibholz, glaube ich auf Deutsch, sagen, ist, dass die erstmal richtig krass ausbluten. Was heißt, ich muss sie jetzt erstmal so 3 bis 4 Wochen wässern. Was heißt, das Ganze wird sich auf jeden Fall nochmal etwas verziehen, bevor das Ganze jetzt ins Aquarium kann. Ich habe ja auch schon mal ein paar Steine nochmal gewässert, die habe ich draußen gesammelt. Die sind, um den Soil zu unterstützen. Und dann tun wir die Wurzeln jetzt einfach mal hier so reinlegen. Und als weitere Maßnahme bin ich damals hergegangen und habe noch 2 Schnecken mitgenommen, die ich dann bei mir eingesetzt habe. Okay, Leute, dann ist es jetzt soweit. Es geht jetzt darum, die neuen Mitbewohner auf jeden Fall einzusetzen. Ich hatte früher ja in meinem alten Aquarium bereits schon Schnecken. Davon habe ich ja ein paar jetzt ja auch ins Neue gesetzt, nämlich 2 Stück. Die eine hat sich jetzt aber leider verabschiedet, weil die jetzt mittlerweile auch schon 4-5 Jahre alt waren. Und die waren damals schon ziemlich ausgewachsen, als ich sie geholt habe. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal 2 neue Schnecken gekauft, dass ich wieder 3 Schnecken im Aquarium habe. Auf den Rat der Verkäuferin hin sind es aber dieses Mal keine Hörnchenschnecken, sondern es sind Rennschnecken. Und ich hole die jetzt mal ganz vorsichtig hier raus. Und hier unten in der Ecke sind sie. Ich guck mal, dass ich es auf die Kamera drauf bekomme. Das sind auf jeden Fall die 2 Rennschnecken. Warum jetzt Rennschnecken und diesmal keine Hörnchenschnecken? Die Rennschnecken tun besser Algen fressen, wurde mir jetzt gesagt. An sich ist es mir persönlich auch scheißegal, ich finde die Rennschnecken sogar optisch schöner. Und das sind noch relativ junge Rennschnecken dieses Mal. So, das ist jetzt das erste Mal seit, ich glaube, 4 Jahren oder so, wo ich mal wieder irgendwie Fische oder in meinem Fall jetzt die Schnecken irgendwie ans Aquarium gewöhnt. Ich tue das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen umschlagen. Ich hänge die Schnecken jetzt mal so für eine Stunde ungefähr hier so ins Wasser rein. Ich habe jetzt leider keine Wäscheklammer oder sowas, um die festzumachen. Dann muss ich gleich mal gucken. Ich hoffe, das treibt jetzt nicht gleich weg. Das ist noch eine Fin schnell. Und dann tue ich die Fische jetzt nach und nach ans Aquariumwasser anpassen. Und ja, jetzt sind die 4 Wochen auf jeden Fall rum, wo die Wurzeln wässern mussten. Und jetzt war ich in Würzburg, weil es dort einen riesigen Aquariumladen gibt. Den gleichen, in dem wir auch in Nürnberg waren. Nur halt in Würzburg, beim Ikea nebendran. Und dort habe ich mich auch nochmal beraten lassen. Die haben mir Dünger und alles mitgegeben. Ich habe jetzt Pflanzen gekauft. Pflanzen habe ich jetzt erstmal hier einfach so ins Aquarium gestern reingeschmissen. Nicht mehr, dass die erstmal unter Wasser sind. Es sind auf jeden Fall dieses Mal Pflanzen. Das hier sind 2 Aussetzerpflanzen für auf die Wurzel drauf, damit die nicht so kahl aussieht. Dann die 2 Pflanzen sind für den Hintergrund. Davon ist die eine schnell wachsende, die sehr viele Nährstoffe wahrscheinlich aufnimmt, wodurch das Algenwachstum auf jeden Fall relativ minimiert wird. Und die hier soll dann die rote Pflanze ersetzen, weil ich mit der roten Pflanze jetzt nicht so gute Erfahrungen hatte. Dann soll hier auf den Stein ja noch die Anubia Pinto kommen, die wo ich unbedingt drin haben will, meine absolute Favorite-Pflanze. Die habe ich aber jetzt erst bestellt, die kommt erst am Freitag an, also erst in 5 Tagen. Das Ganze verschiebt sich jetzt natürlich nochmal wegen den Osterfeiertagen, weil wir haben jetzt gerade Ostersonntag, also es wird wahrscheinlich so Freitag, Samstag werden, wo die ankommt. Da werde ich die dann im Nachhinein noch einsetzen. Und ja, im heutigen Video werden wir auf jeden Fall dann erstmal hergehen und werden hier jetzt die Wurzel vorbereiten und werden die ganzen Aufsetzerpflanzen auf die Wurzel draufkleben. Und im nächsten Video werden wir dann die ganzen Stängelpflanzen und so weiter einpflanzen und mit dem Düngen anfangen. Das hier sind auf jeden Fall die Wurzelstücke, die ich gekauft habe. Ich blende euch mal ein Bild ein, weil ich habe die im Laden schon mal grob aufgebaut, wie ich die dann haben möchte. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt als erstes mal das Wasser im Aquarium ab, damit wir es erstmal schön da drin aufbauen können, dass wir überhaupt mal sehen, wie das Ganze aussieht. Give me something new. I want it back. Through and through. Durch das jetzt hier unten so ein bisschen kreisförmige Bewegungen macht, tut es halt den ganzen Dreck aufwirbeln und er wird nach und nach langsam eingesaugt.
Und der Soll bleibt großteils auf jeden Fall liegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Technik, mit der man das jetzt auf jeden Fall richtig geil raussaugen kann, die ganzen Algen und so weiter. Das Wasser ist auf jeden Fall jetzt soweit abgelassen. Ich werde jetzt hier auch mal den Dauertest aus der Ecke entfernen. Es sieht jetzt aktuell so aus, das Becken. Ich habe hier wieder diese geile Schreibtischlampe, dass die hier ein bisschen ausleuchtet. Also ich habe jetzt, denke ich mal, so ziemlich alle Algen, soweit es ging, absaugen können. Man wird immer Algen haben, also ich glaube, es gibt kein Aquarium, wo keine Algen drin sind. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall da hinten die Wurzeln hinbasteln und werden die dann bekleben, beziehungsweise zum Bekleben werde ich sie nochmal rausholen wahrscheinlich. So, ich tue euch mal hier positionieren. Ich hoffe, das hält einigermaßen. Und dann habe ich ja hier diese Wurzelstücke jetzt mitgenommen. Und das soll das erste ja auf jeden Fall schon mal hier so rein. So, das ist nämlich Wurzel Nummer 1. Das könnte so, denke ich mal, ganz geil aussehen. Dann soll ja hier diese Wurzel so als Art Standbein hier so nach vorne gehend hier so rangeklebt werden. Damit das hier quasi wie so eine Wurzel ist, als wäre es hier so ein Baumstamm, an dem das dann alles dranhängt. Und dann habe ich ja hier noch diese zwei kleineren Brocken mit. Ich ja irgendwie hier, das ist wahrscheinlich schon zu groß, ich muss mal gucken, vielleicht zersäge ich es auch ein bisschen, dass ich die hier so noch irgendwie mit dran mache, dass ich hier hinten dann schön die Aufsetzerpflanze draufkleben kann. Ich muss noch mal gucken, dass ich hier wirklich genug Luft hier hinten bei diesem CO2-Teil habe dann noch, damit ich das jederzeit noch rausholen kann. So, eine gute halbe Stunde später habe ich es geschafft, Leute. Das war jetzt echt eine Aktion. Ich habe mir auch von mehreren Leuten noch die Meinung eingeholt. Und so sieht das jetzt auf jeden Fall aus. Ich habe jetzt hier diese zwei Stücke werden hier so erstmal so zusammengeklebt. So werde ich es wahrscheinlich jetzt machen. Und dann dieses Stück kommt hier hinten so quer rein. Ich muss halt gucken, dass ich das so ein bisschen mit einer Pfanne drücke, dass dieser Stein auch ein wenig gequetscht wird dazwischen. Und ich hier hinten auf jeden Fall die CO2-Anlage locker noch rausbekomme. Und ich will dafür auf jeden Fall jetzt mal so einen Trick ausprobieren, den viele Aquarium-YouTuber empfehlen. Bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht. Ein Problem war jetzt so, ich muss jetzt heute früh erstmal irgendwo Zigarettenfilter organisieren. Denn für diesen Trick braucht man Zigarettenfilter. Und ich muss erstmal irgendwelche Bekannte anschreiben, die rauchen, weil bei mir in der Familie raucht keiner. Und ich habe tatsächlich welche bekommen. Ich habe das Ganze wirklich auch noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir testen es jetzt einfach mal in dem Video. Ich tue die ganzen jetzt erstmal so ein bisschen auspacken. Und dann ist es innen drin wie so Watte. Und diese Watte tue ich dann quasi zwischen die zwei Wurzeln und tue die mit Kleber volllaufen lassen. Und drückt es dann fest zusammen und dann gibt es irgend so eine chemische Reaktion. Fragt mich bitte nicht, wie genau das funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hält es danach bombenfest, also es geht nie wieder auseinander, diese Verbindung. Und das Ganze testen wir jetzt auf jeden Fall mal. Ich habe jetzt hier schon mal zwei vorbereitet. Ich habe dafür auch noch extra Aquariumkleber gekauft. Ich habe drei solche Tupen. Ich hoffe mal, die reichen dafür. Ich muss noch dazu sagen, das ist jetzt allgemein das erste Mal, dass ich sowas verklebe. Ich habe auch noch die Aussetzerpflanzen mal so festgemacht. Ich mache hier mal so einen ganz kleinen Klebepunkt hin. Ich merke, dass das schon mal so ein bisschen hält. Ich glaube, es wird auch halten, wenn ich nur diesen Kleber benutzen würde. Aber ich will diesen Trick jetzt einfach mal so ausprobieren. So, da klebe ich jetzt dann. Oder ich glaube, ich mache mal nur so ein bisschen vom Filter hin. Nicht, dass man es dann halt auch zu krass sieht. Gott, das klebt wie Sau auf jeden Fall jetzt schon an meinem Finger dran. So, das ist auf jeden Fall jetzt hier dran, die Art Watte, sage ich jetzt mal. Und jetzt tun wir es mal wirklich komplett in diesen Kleber hier eintunken. Ich will's nur, ich hoffe nur, man sieht es später nicht zu krass. Ich mache mal hier noch so ein bisschen Kleber so drauf. Und dann müsste das, hoffe ich mal, jetzt dann so... Ich drücke das mal so ein wenig aneinander. Ich hoffe, das wird jetzt fest. Ich mache mal ein bisschen Säul oben drauf, dass man es nicht mehr ganz so krass sieht hier dann, diese weißen Rückstände. Ich habe leider... Es wäre eigentlich saugeil, wenn ich Moos oder sowas hätte, weil dann könnte ich da jetzt einfach schön gechillt Moos draufkleben. So, dann machen wir jetzt weiter mit Wurzel Nummer 2 und bei der muss ich jetzt wirklich auch ein bisschen mit Druck arbeiten. Das ist, ich muss sagen, dieser Aquariumkleber, der klebt echt wie Scheiße. Es ist schlimmer als Sekundenkleber. Das Ganze ist, glaube ich, ein bisschen angetrocknet. Das hält auf jeden Fall jetzt schon mal in der richtigen Position. Hofft, das sorgt noch ein bisschen mehr, weil es ist noch ein bisschen locker, muss ich sagen. Man sieht ja auf jeden Fall, dass ich ein bisschen jetzt mit Zoll gepfuscht habe, dass das ein bisschen drauf bleibt. Aber es sieht eigentlich so an sich gar nicht so kacke aus. Hier hinten habe ich auf jeden Fall noch genug Platz, um das später rauszuholen. Meine Hände sind voller Kleber. Und ja, ich muss sagen, von hier vorne finde ich es auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Ich glaube, ich werde nur echt ein bisschen Moos kaufen, wo ich dann noch hier oben reinmache. Hier hinten so ein bisschen drauf, hier in das Loch könnte man ein bisschen Moos reinmachen. Oder eine Busse Verlandra könnte ich nachher da reinsetzen. Mein Fazit auf jeden Fall zu dem Trick mit den Zigarettenfiltern ist auf jeden Fall, ich muss sagen, es war nicht ganz wie in der Beschreibung, weil die haben gemeint, die ganzen Leute, das ist so ein bisschen Qualm. Das Ganze ist bei mir jetzt nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas falsch gemacht habe oder so. Es hält auf jeden Fall jetzt schon bombenfest, muss ich sagen. Es ist noch leicht locker, aber ich denke mal, wenn es jetzt noch so eine Viertelstunde trocknet, ist es auf jeden Fall bombenfest. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht der normale Aquariumkleber der Asche mehr als gereicht hätte.
Das Ganze werde ich euch wahrscheinlich nach einem Ein-Monats-Update oder so, wenn es dann mal wieder gibt, sagen. Aber so an sich muss ich sagen, man kann es machen, muss es aber nicht. Ich bin jetzt noch nicht so begeistert von dem Ganzen. Und ich muss sagen, so all in all sieht es doch schon mal ganz nice aus. Da haben wir auf der linken Seite diese Wurzel auch mit der geilen Höhle. Hier kommt der jetzt dann, haben wir eigentlich auch noch sau viele Höhlen, ne? Es wird so viele Verstecke auch für Fische geben, die sich so ein bisschen zurückziehen wollen. Ich finde, das ist schon mega geil. Ich finde die Ecke jetzt sogar schon fast zu voll, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, es sieht mit den Pflanzen ein bisschen aufgelockerter noch aus.